Willkommen zu The Binding of Isaac. Es geht weiter mit dem Eden Streak. Und zwar sind wir jetzt bei Nummer 8. Okay, schon wieder Krampus Head. Hatte ich den nicht letztens schon als Start-Item? Und den Spelunker Head. Mit dem kann ich durch Räume sehen und kann auch gleich immer den Secret Room und den Super Secret Room einsehen. Und ich habe The Moon, damit kann ich mich in den Secret Room teleportieren. Ich mache ziemlich gut Schaden und das sind Bouncing Tears. Also meine Tränen prallen jetzt von Wänden und Gegnern ab. Bin ein bisschen langsam zu Fuß, aber sonst sieht das sehr tauglich aus hier. Jo, ich two-shotte die. Oh, das läuft. Habe ich den Curse of Unknown, okay. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich habe. Das heißt, ich kann mich auch nicht in den Curse Room, falls er hier auftaucht, reintrauen. Weil ich ja keine Ahnung habe, ob ich vielleicht nur ein Herz habe, dann würde mich das ja töten. Jo, ich habe ganz schön Schaden. So ein, zwei Bömmchen, ach man, wären ganz nett. Könnt ihr in den Shop gehen und mir eine Bombe kaufen? Guck erstmal, was im Secret Room drin ist. Eine Bombe nur. Wobei das dann jetzt nicht so schlecht ist. Aber für was möchte ich die einsetzen? Um den Schlüssel zu bekommen oder um den Secret Room zu gehen? Tinted Rock habe ich noch nicht gesehen. Komm doch her. Das war unnötig knapp. Rusted Key gibt mir eine erhöhte Chance, dass Schlüssel spawnen. Das heißt, ich werde nicht den Schlüssel holen, sondern ich guck mal in den... ich warte, vielleicht ist ein Bossraum auch ein Tinted Rock. Hallo Dinge. Tschüss Dinge. Das ist ein Tears Up. Oh. Ist zwar cool, aber ich bleibe beim Rusted Key, weil ich brauche erstmal ein paar Schlüssel in der Rückhand. Nicht, dass ich da am Ende irgendeinen Shop nicht betreten kann. Drei Herzen, okay. Curse of the Lost, das heißt, ich kann meine Karte nicht sehen. Dann werde ich nach alter Manier die Räume... machen wir mal gegen den Uhrzeigersinn ablaufen. Nein! Alter, wie hat der mich denn jetzt getroffen? Das Spinnen, ey. Da ist ein Tinted Rock und eine Bombe. Spider Baby. Gibt mir, glaube ich, bei Schaden. Wenn ich Schaden erhalte, spawn ich. Unter 5 Minuten und ich bin schon im zweiten Floor. Euer Rekord. will ich noch nicht rein? Vielleicht habe ich ja noch eine. Oh, da war noch ein Pinteblock. Vielleicht habe ich ja noch eine ganz. Jetzt gehe ich wieder mit dem Uhrzeigersinn. Vielleicht habe ich eine ganz geringe Chance noch auf den Devil. Ja, okay. Habe nichts gesagt. Malibu! Oh, das war die falsche Taste.
Das wollte ich tun. Den Schlüssel mal kurz weglassen. Damit ich auch eine Chance habe, dass jetzt mal ein, zwei Bomben spawnen. Nehme aber auf jeden Fall mit. Schade, dass ich Krampus Head gerade weggebolzt habe. Noch ein Tintendrop, komm mal her. Komm her. Hierher. Na, jetzt. Hier bin ich. Hallo. Ja. Als ob! Oh. Lucky Key hätte ich schon sehr gerne. Machen wir erstmal einen Boss, ob er vielleicht was fallen lässt. Der kann Brimstone, genau. Finde ich immer ziemlich gefährlich. Wenn man zu langsam ist. Ein Damage-Up, das ist nett. Jetzt ist jeder zweite Schuss, beziehungsweise die Schüsse aus meinem linken Auge. Stärker. So, bringt mir aber alles nichts. Dann kaufe ich eben die Bombe. Den. Ah, ich hätte in die Arcade gehen können vorher. Mache ich jetzt auf jeden Fall auch noch. Und ich hätte, bevor ich die Solarz genommen habe, in den Cursed Room gehen können. Aber das werde ich jetzt nachholen. Dead Cat. Dead Cat, eine Bombe. Und die nehme ich gleich. Ja, Dead Cat gibt mir 9 Leben, aber dafür falle ich auf ein rotes Herz zurück. Das heißt, ich habe gerade 2 rote Herzen dafür bezahlt. So, jetzt kann ich mir hier noch eine Münze holen. Und das war's mit dem Floor. Rusted Key nehme ich weiter mit. Weil ich habe erst so bei ungefähr 8 Schlüsseln das Gefühl, dass es erstmal genug ist. So, Hü-Hüpf. Bitte gib mir wieder eine Karte. Und Curse of the Lost. Wieder keine Karte. Super. Gegen den Uhrzeigersinn. Champions machen ein ganzes Herz Damage. So, also weiter gegen den Uhrzeigersinn. Das Herz ist wieder aufgeladen. 2 Schlüssel. Erstmal noch nicht. Aber der Typ ist auch echt hart eskaliert gerade. Ein Soul Heart. So, kaufe ich direkt. Komm, Klappe auf. Jetzt kann ich es mir leisten. Das hat sich gelohnt. Oder? Wenigstens habe ich meine Bombe. Thank you.
Era, Abundance. Er doppelt alle Drops auf dem Boden. Werde ich versuchen, mit in die Chest zu nehmen, weil da kann ich dann die 4 goldenen Kisten verdoppeln, die ich schon so oft vergessen habe. Dieser Raum, ey. Hallo Chat, tschüss Chat. Oh, da ist ja noch was am Leben. Ja, Little Chat gibt mir alle paar Räume ein halbes rotes Herz. Little Brimstone. Will ich eigentlich nicht. Lass ich mal hier. Eine Arcade wäre ganz cool bei den ganzen Herzen, die hier rumfahren. Ach, hier war ich schon. Da habe ich wieder meine gegen den Uhrzeigersinn Regeln gebrochen. Lässt mich für einen Raum für 10 Sekunden oder so unsterblich werden und ich kann Kontaktschaden austeilen. Ich bleib bei Krampus. Würmern. Ich hätte den Brimdorf gebraucht. So, hier war ich auch noch nicht. Ja, eskalier mal nicht so. Nee, vielleicht kommt noch eine Arcade. Das war über dem Startraum, genau. Okay. Weiß, wo ich bin. Brauche ich nicht. Dann habe ich eigentlich alles Wichtige gefunden. Außer diesen raumvollendeten Raum. Als ob der mich getroffen hat. Ey. Normalerweise kommt man da doch vorbei. Bin ich größer als sonst? Der Wichsraum hat mich jetzt schon ein Herz gekostet. Bedauerlich. Viel Geld und einen Schlüssel für ein Herz. 7 Münzen. Dann könnte ich mir im nächsten Shop auf jeden Fall was leisten. Aha. Muss ich nur kurz den Itemraum nochmal finden? Kann ich es auch gleich mitnehmen? Okay, das gibt's ja nicht. Wo war der denn? War der nicht? Ja, nee, der war hier unten irgendwo. Ich laufe einmal quer über die Map, um mir diesen einen Schaden zu ersparen. Was mache ich danach? Mit dem Stachel rein. Ach, nee, hier unten. So, im aktuellen Shop gab es ja meines Wissens nichts Interessantes. Aber der liegt ja auf dem Weg, da kann ich jetzt auch nochmal rein. Ken! Das ist immer das, wenn ich sage, ich bin ohne Karte aufgeschmissen, weil dann merke ich mir nicht, wann welcher Raum wie kommt.
Karte. Ist eigentlich ganz nett. Jetzt am Ende nochmal 3 Soul Hearts verloren, wegen Dummheit. Oh, jetzt kann ich hier gar nicht rein. So, ich vermute, dass der Boss unten ist, deswegen checke ich jetzt erstmal den oberen Bereich. Oh, ich will fliegen können. Was gibt's hier? Nichts. Bauen mal irgendwo sinnvoll hin. Als ob das nicht getroffen hat. Okay. Yes. Werfe ich mal einen Blick rein. Okay, eine Münze. Für ein Herz, das lohnt sich nicht so ganz. Oh, 2 Bomben. Nein! Ich hätte Krampus aktivieren müssen. Aber war ja in Anführungszeichen nur ein halber Schaden. Wieso kriege ich denn so viele Soul Hearts eigentlich? Was habe ich denn? Keine Ahnung. Irgendwas gibt mir die ganze Zeit Soul Hearts. Hier ist der Boss. Oh, das wird eng. Oh, das ist eng. Oh, fuck. Was ist das denn für ein Raum? Dann gehe ich gleich an den Boss, bevor ich noch irgendwie dummen Schaden nehme. Hallo, Fallen. Ich mache deine eigene Medizin. Fuck! Kein Angel Room, schade. Stell mich aber auch an, ey. Wo ist denn hier? Hier? So, passt. Nehme ich am Ende gerne mit. Schade, dass ich nicht genug Geld für ein Arcade habe. Das würde sich jetzt lohnen. Balliboom! Oh Gott! Habe ich nicht gesehen? Was war da? Irgendwas ist mir um die Ohren geflogen, was ich nicht gesehen habe. Hier rein. Ist gebaut. Hallo Mega Freddy. Meine Schaden könnte auch noch für sie berauschender sein. Yeah.
Nummer 2. Schau mal in den Cursed Room rein. Okay, jetzt könnte sich der Shop doch langsam lohnen. Mit 8 Schlüsseln sowieso. Also ein, zwei Soul Hearts in der Rückhand wären doch noch ganz rein. Das ist ein hässlicher Raum. Na, oh Gott, wie dumm. Hatte ich schon bei Glück. So, in 30 Sekunden ist der Boss Rush mal wieder gelaufen. Yes! Proptosis ist ein brutales Damage-Up. Gibt mir zu Beginn 200% Schaden und am Ende sind es noch 130% Schaden. Also eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ich jage ich eventuell in die Luft für Geld. Bitte nicht Greed. Aber ich brauch's gar nicht. Ich jag dich trotzdem in die Luft. Hier könnte ein Soul Heart drin liegen. Nein. Oh. So, dann war es auch das mit dem Floor. Und dann sieht es hier wieder ganz ordentlich aus, dafür, dass ich mich so hochprofessionell anstelle. Jo. Ein Speed-Up finde ich noch ganz nett, da muss ich hier nicht immer so rumschleichen. So, erstmal nach links. Explodierst du? Wie komme ich denn da hin? Da muss ich fliegen können für. Zwei Schlüssel werde ich auf jeden Fall investieren. Kannst mir ja leisten. Du explodierst auch. Aha. Wo ist denn der Rote hin? Habe ich den echt erwischt? Dice Room. 6. 6 fuckt mich ab, glaube ich. Will ich nicht haben. Wow. 12 Kübel, nix drin, außer eine Spinne. Oh. Brauche ich eigentlich nicht. Oh, endlich mal ein Speed-Up. Yo. Der Shop, ein Soul Heart. Den Rest brauche ich soweit nicht. Also hurtig weiter. Die Bomben da nicht alle verschwenden dürfen, ne? apropos Bomben verschwenden. Monkey Paw brauche ich nicht. Hmm.
Jetzt respektier mal, dass du tot bist. Geld? Ja. Das Soul hat investiert. Bitte eine Trollbombe. Die kommen nie, wenn man sie braucht. Lockdown, schade. Beatdown, das war jetzt sehr, sehr schade. Bin ich wieder Schmidtchen-Schleicher. Weil das ist, oh ne, es gibt da noch einen Shop. Oh, wie verlockend. Da schlage ich doch gleich zu. Ha, nein. Da gab es im Shop eine Bombe. Als ob ich da noch hochlaufe. Oh, ne. Höchstens, wenn ich fliegen kann, dann kann ich in den Raum davor auch noch ein bisschen Zeug abstauben. Nee, kein Problem. Das ist ein ganz schön. Wow, blöder Raum. Wow. Da waren jetzt 3 an jedem Spawn, also insgesamt 12. Dann hätte ich 8 draus gemacht. Nicht zu viel. Na! Loki, du wurdest von deinem scheiß Stachelding gerettet. Ein Range Up. Warum denn nicht? Der Pillar. Habe ich auch in fast jedem Run in letzter Zeit, aber brauchen tue ich es nie. Gibt mir ein Soul Heart, wenn ich auf ein halbes Herz runterfalle. Und das einmal pro Raum. So, es regnet Geld. Aha. Ich komme hier zurück. An einem Feuer. Oh, ich bin so langsam. Ich hab dir voll ins Gesicht geschossen. Und du mir auch. will ich gerade nicht reingucken? Ich bin schwarzes Herz. Anarchist Cookbook. Cookbook. Hat denselben Effekt von The Tower und spawnt, ich glaube, 7 Bomben in einem Raum. Kein Shop. Mal den Raum. Und wieder derselbe Drop. Ah.
Ich reg mich nicht mehr auf. Ich bin einfach heute nicht so gut. Ich sehe es ein. 10 Schlüssel. Ist gekauft. Als ob. Heißt, ich kann wieder nicht in den bestimmten Raum da rein. Weil ich mein schwarzes Herz nicht opfern will. Die Map brauche ich nicht. Geheimräume sehe ich ja sowieso. Aber dich kaufe ich. Da unten will ich gar nicht rein. Du wirst hochgejagt. So, gehe ich nochmal nach unten. Hätte ich sehr viel eleganter lösen können, ich weiß. Ja. So. Gimpy gibt mir bei Schadenserhalt, was ich hätte vorher nehmen sollen, ne? Bevor ich mich hier... Oh, auf... 1,5 Herzen runtergeholt habe. Gibt mir bei Schadenserhalt eine Chance, dass ein Soul Heart droppt. Okay, das war in Ordnung. Lockdown, nö, danke. Gas. Nija, hat's mich so nicht. Ja, 3 Schlüssel kannst du haben. Immer mal nicht so. So, hier geht's weiter. Ich hab sowieso keine Bomben, um nach dem Super Secret Room zu suchen. So. Hangman, hatte ich irgendwo was, wo ich hinfliegen wollte, außer 2 Schlüssel? Ich glaube nicht auf diesem Floor. So, Marmfight ohne Schaden zu nehmen. Okay. Komm nochmal, Patschehändchen raus. Schnell, 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 schnell. Pack deine Hand aus, Mann! Ja. Trotzdem kein Raum. Schade. Auch kein Tinted Rock und ich habe keine Bombe. Nein. Curse of the Lost. Ich kann meine Karte nicht sehen. Daily Business. So, ich probiere es mal wieder mit dem Uhrzeigersinn. Da es ja gegen den Uhrzeigersinn nicht klappt. Immer noch kein Devil Deal angenommen. Hab aber schon 2 Katzen-Items. Weiß jetzt gar nicht, was mir lieber wäre. Die Chance auf Godhead oder...
Vielleicht ist eine Bombe drin. Oder sinnfrei. Ah, doch, eine Bombe. Schön. Du Arschloch! Jetzt geht mal irgendwo hin, wo ich euch töten kann. So. Eine Spinne noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kein Schaden, kein... Scheiße! Nö. Und hier komme ich irgendwie doch nicht her. Aber hier war ich schon. Okay. I guess. Nö, danke. Ich hätte so gerne eine Karte. Immer nach rechts her. Okay, jetzt kann ich da auch reingucken. Und rote Herzen sollten ja irgendwie rumfahren. Vielleicht kommt das dritte Guppy-Item. Oder ein Haufen dreckiger Spinnen. Das war Bad Gas. Wupp, wupp. Komm, Deckel auf. Das ist so ein dummer Gegner. Komm. Ich hab ja Zeit. Hallo. Zwei Schlüssel hab ich. Oh. Okay, ein dickes Damage ab. Bombe investiere ich auch. Nur hier ist auch kein Boss. War ich hier schon? Ja. Hier vielleicht? Hallo Pin? Das ist ein echt hässlicher Raum für Pin. Gott sei Dank mache ich so krank viel Schaden. Wieder kein Boss. My Reflection interessiert mich nicht. Sorgt dafür, dass meine Tränen wieder zu mir zurückkommen, aber ich habe ja schon Bouncing und ich glaube, das ergänzt sich nicht im positiven Sinne. Oh, wo ist denn dieser blöde Boss? Oh. Two of Diamonds. Nicht sinnfrei. Außer ich krieg noch Money equals Power. Wobei das ja schon selten ist. Ja, gefühlt habe ich jetzt so grob alles abgecheckt, oder? Hier noch nicht. Doch. Nee, hier war ich auch schon, genau. Check ich nochmal alles im Uhrzeigersinn durch. Irgendwo muss das ja sein.
hier geht es wieder zu dem Raum mit den zwei Pillen. Hier. Ja. Hier rechts. War ich noch nicht. Okay. Duck down. Yay. Explodiert der. Komm, geh weg, Schleim. Hallo, Loki. Wenigstens Leben. So. Wo wird denn der Boss sein? Ich vermute mal unten in der Mitte. Ja, das werde ich abchecken. Zwei Bomben machen, nee. Auch keine Bomben mehr wirklich. Doch, am Ende will ich mich durch die Secret Bomben. Ich froh um alles, was ich habe. Zwei Herzen, um da reinzugucken. Könnte Guppy sein, ne? Oh, ich bin so neugierig. Ah, Gimpy hat mir gerade einen Soul Heart gegeben. Okay. Ich hätte noch mein Head of Krampus aufladen können. Weil ich genug Schaden machen sollte, um das auch so zu schaffen. Oh, was gibt's denn da drin? Vielleicht ein schwarzes Herz? Nö. Hallo, Cathedral. So, wo geistert der Boss denn hier rum? Vermute wieder unten in der Mitte. Gehen wir mal da hin. Kaboom. Oh, nee, da oben. Ade. Hallo, Greed. Danke für das Geld, das ich nicht brauche. Das Richtige. Er hat mir gerade 20 Münzen hingeschmissen. Alter Vater. Hallo, Daddy. Ach, Gott sei Dank. War so knapp. Nochmal Loki. Blue of Spades verdoppelt meine Schlüssel. Brauche ich nicht. Okay, hier ist auch nochmal nicht. Dann wird er da unten sein, ne? Jo. Hi, Daddy. Du Sticks. Ein schwarzes Herz, bitte. Oh. Hier? Hm, ich komme aus dem Kampf nicht. Doch, scheiße, ich komme aus dem Kampf wieder raus. Falsch gedacht. Hallo, Isaac. Das Eternal Heart kann ich mir abschminken. Wow. Sogar schneller als gedacht. Auf den
im Ernstfall habe ich ja immer noch 9 Leben in der Rückhand. Aufwärts. Und Jera. Ich hab's nicht vergessen. Chocolate-Mädel, keine Idee. Oh Gott. Gekauft. Bam, die nehme ich auch mit. Und dann geht's hier runter. Hi Daddy. Und ich jetzt mal bitte. Wunderbar. Das dann heilt mich komplett. Das ist sexy. Haben Sie meinen Trainer gerade stehen geblieben? Das ist neu. Drago, Chance auf eine Schutzaura, glaube ich. Oh, zwei kannst du haben. Ach was. So. Eizalz. Vielen Dank. Oh, den wollte ich dir nicht mehr geben. Jo, hast aus... Oh, gedient. Ja, warum denn nicht? Ich glaube, jetzt ist es sexy. Ja. Da bin ich nicht schnell genug rausgekommen. Virus, bleibt mir egal. Kaboom, gib mir was Schönes. Mach ich doppelten Kurzattack-Giftschaden, wenn ich dem was berührt. Okay, lol. Wieder so ein zweites Duffy Run. Den habe ich in letzter Zeit echt viele. Hallo Blue Baby. Ach, ich denke nicht tot. Was soll ich denn von mir? Fresse. So, das ging jetzt schnell. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.